Unser nächster Studiogast ist der Ehrengast vom Fest und vom Aargauischen Musikverband. Dass er den Weg hierher gefunden hat, freut alle Gäste vor Ort und uns natürlich sehr, denn wir wissen, dass diese Person relativ viele Engagement hat und überall erwartet wird. Wir haben bei uns den Herrn Landamme Alex Hürzler. Herzlich willkommen in unserem Studio von Blasmusik Aargau. Ja, besten Dank für die Einladung und ich freue mich natürlich jetzt mit euch zusammen an dem Aargauer Musikfest in Laufenburg dabei zu sein und bin gespannt auch auf die nächsten Aufträge, wo ich dann Vorführungen anschauen werde. Ich bin jetzt erst gerade dazugekommen, aber ich werde sicher noch den ganzen Nachmittag da sein. Das ist schön, dass Sie Zeit nehmen für den Anlass. Sie sind aus dem Fricktal, Sie sind relativ nah wahrscheinlich daheim, aber trotzdem, Ihre Zeiten sind ja nicht so gross offen, dass sie einfach überall her können, aber das führt sie doch zur Blasmusik immer wieder. Ja, das ist so. Der Kanton Aargau ist ein sehr grosser Kanton, inzwischen über 670'000 Einwohnerinnen und Einwohner, aber als Kultur- und Sportdirektor insbesondere bin ich sehr viel unterwegs am Wochenende, aber ich mache das auch sehr gerne und jetzt ist es selbstverständlich klar, das kantonale Musikfest, das nur alle 5 Jahre stattfindet, hier in Laufenburg jetzt hier, das gehört natürlich auch auf die Agenda vom Kulturdirektor. Kulturdirektor, das heisst, Sie sind auch immer wieder verantwortlich, mitverantwortlich für das, dass überhaupt solche Anlässe durchgeführt werden können, weil der Kulturkanton Aargau kann mit dem Swisslos-Fonds recht viele Gelder zur Verfügung stellen. Wir haben das letzte Jahr, glaube ich, wenn es mir recht ist, 46, 47 Millionen, die Unterstützung waren, ausgeschüttet worden sind generell. Blasmusik Aargau oder die Vereine dann natürlich nicht ganz so viele Millionen bekommen, aber ist das Engagement vom Kanton mit dem Swisslos-Fonds für die Blasmusik ein lohnendes Engagement? Selbstverständlich ist das lohnend, aber in allen Kulturbereichen und die Zahl, die Sie vorhin genannt haben, die war letztes Jahr wirklich außerordentlich gross gewesen. Wir haben deutlich mehr ausgegeben, als wir eingenommen haben letztes Jahr, weil vorwiegend Infrastrukturbauten, Kultur- und Sportbereich sehr viele Sachen gewesen sind. Aber die breite Unterstützung im Kultur- und im Sportbereich, das ist sehr wichtig. Das Vereinswesen, aber jetzt gerade bei Ihnen im Aargauer Musikverband, so ein Fest und nachher auch Musiktag, die ja dann immer zwischendrin wieder stattfinden, die finden ja natürlich vor allem statt, weil es starke Verband gibt und starke Gesellschaften gibt, Musikgesellschaften. Sie tragen das euch, aber wir helfen subsidiär mit, weil es ja auch gemeinnütziges Kulturwesen im Kanton Aargau in ganz unterschiedlichen Bereichen, also von der Klassik, Rock und Pop, selbstverständlich eben auch zur Volksmusik und dann eben zur Blasmusik. Und ohne den Aargauer Musikverband würde solche Feste aber nicht möglich sein und darum gehören starke Verbandswesen dazu und das Verbandswesen wollen wir auch mit einem jährlichen Beitrag immer unterstützen. Ja, dafür sagt der Aargauische Musikverband und mit seinen 170 Vereinen und fast 4'500 Mitglieder und Mitgliederinnen natürlich auch herzlichen Dank, weil wirklich dank dieser Unterstützung können solche Anlässe durchgeführt werden, neue Projekte auch angegangen werden, die in Zukunft führen. Die Gelder, die wir da gerade davon geredet haben, was sind das? Sind das einfach die Steuergelder, die wir alle zahlen, die dann so wieder ausgeschüttet werden? Oder woher kommt das Geld? Nein, die sogenannten Swisslos-Gelder sind keine Steuergelder und da bin ich immer wieder froh, dass wir eben können gut unterstützen, ganz breit. Nein, die Swisslos-Gelder, das kommt aus dem Lotteriebereich raus. In der Romandie ist Lotterie Romand, bei der Deutschschweiz ist es Swisslos. Und das ist ja ganz unterschiedlich als alle Los, die sich kaufen, irgendwie an einem Kiosk oder irgendjemandem. Und da rufe ich immer wieder auf im Aargau, gehen die an der Annahmestelle irgendwo im Kanton Aargau ab, dann kommt es eben auch im Kanton Aargau zu gut, also nicht am Bahnhof Zürich ab, sondern eben am Bahnhof Aarau oder irgendjemand im Aargau abgeben. So hilft uns das und da können wir eben jedes Jahr gut 30 Millionen pro Jahr nehmen wir ein, wo wir dann ganz breit können verwenden in die Infrastruktur, aber eben auch ins Verbandswesen, aber auch in Kultur und Kultur insbesondere auch in die Musik. Aber inskünftig, nach der Abstimmung, die wir ja haben, vor 2 Wochen, wird es auch im Online-Bereich noch mehr Geldspiel geben können, wo auch in Swisslos einläuft und das ist demher auch sehr gut. Ich bin persönlich froh, dass die Abstimmung gewonnen worden ist. Aber das ist ganz wichtig, es sind keine Steuergelder, wir unterstützen dort sehr breit und das kann eben die Regierung auch selbstständig machen, brauchen da auch nicht das Parlament dazu. Ja, das ist eine sehr interessante Information, das wissen vielleicht auch viele nicht, die vielleicht gerade selber nicht direkt davon betroffen sind, wenn man von solchen Geldern hört, die da gesprochen werden.
sind die Gelder ausgeschöpft grundsätzlich oder werden die immer ausgeschöpft? Sie haben jetzt gerade zwar gesagt, 47 Millionen ist ein sehr hoher Betrag, 30 Millionen haben Sie erwähnt, werden etwa eingenommen. Wie ist das Verhältnis normalerweise? Ja, es sind gut 30 Millionen miteinander, eben zwischen 30 und 35 Millionen immer wieder, aber die ganz grossen Auslagen sind natürlich eben für die ganz grossen Kulturinstitutionen und Sportinstitutionen. Also prominenteste Beispiel ist natürlich das Sportstadion in Aarau, wo seit Jahrzehnten fast darauf warten, gebaut zu werden. Das ist im Swisslos Sportfonds seit Jahren 6 bis 8 Millionen zurückgestellt, aber wir haben es auch noch nie müssen auszahlen. Darum hat es auch von dem her noch Vermögen rum in diesem Topf finden, aber es ist schon sehr viel auch gesprochen. Und im Kulturbereich sind es halt wirklich sehr breite Themen und zum Beispiel das Aargauer Philharmonieorchester ist mit die Organisation, die am meisten auch pro Jahr immer wieder profitieren kann. Aber auch die Oper Schloss Salwil, die hier wird stattfinden, wird auch einen sehr grossen Beitrag können haben. Und darum ist es aber für mich als Kulturdirektor auch wichtig, dass wir eben auch im Volksbrauchtum und in der Breite können unterstützen. Darum bin ich jetzt auch sehr froh, dass wir jetzt auch unsere zwei Zirkus, die wirklich auch Volksbrauchtum ist, Zirkus Nock und Zirkus Monti auch unterstützen, im Wissen natürlich, als eben, dass für sie auch nicht mehr so geht wie vor Jahrzehnten, wo man mit dem noch Geld gewinnen konnte. Heute ist das eben auch ein kulturelles Angebot, das wir sollten als Brauchtum auch aufrechterhalten, jetzt ganz konzentriert auf unsere zwei Aargauer Zirkus. Ja, das ist spannend. Eben, ich glaube, dass man verschiedene Sachen anschaut, dass man im Zirkus wissen sicher auch viele nicht. Und ich denke schon, das sind Sachen, die in Zukunft gehen. Ich habe heute auch oder gestern Abend dürfen sagen, wir schauen auf 200 Jahre Blasmusik zurück, grundsätzlich. Aber es darf auch in Zukunft gehen und es kann auch in Zukunft gehen. Tun Sie denn als Kulturminister auch den Vereinen, tun Sie animieren, dass sie einfach auf sie zukommen? Ich denke, viele haben vielleicht auch Angst. Was braucht es grundsätzlich, dass man kann von Swisslos von etwas überkommen für ein Projekt? Ja, Sie sprechen es gerade an, projektbezogen muss es sein. Also es kann nicht oft sein, einen Jahresbeitrag, den man oft hat, an Fonds Perdue auszahlt, sondern es muss immer ein Gesuch halt eingereicht werden. Es gibt klare Vorgaben von der Swisslos-Verordnung her. Es muss eben auch frühzeitig eingereicht werden, nicht erst, wenn die Veranstaltung oder eben das Projekt bereits durchgezogen ist, sondern im Vorfeld. Selbstverständlich muss es auch immer selber noch getragen werden. Also der Kanton zahlt nie 100%. Also das ist zwischen 0 bis im absoluten Ausnahmefall bis knapp die Hälfte. Aber das muss halt administrativen Aufwand betrieben werden, auf Gesuch her. Da gibt es aber die Möglichkeit, im Kanton Aargau die Gesuche zu stellen und auf dem Internet findet man das. Aber ich bin vor allem im Blasmusikbereich, läuft das sicher über Verband, den man kann anfragen kann. Und darum ist die Arbeit auch zwischen den Verbänden und der Stelle im Kanton, die die Gesuche prüfen, ganz wichtig. Und am Schluss, dass man das auch weiss, tut der Gesamtregierungsrat all die Gesuche dann eben auch bewilligen. Von 1000 Franken bis halt, wenn es eben mal bei Grossbauten halt dann diverse Millionen sind. Also das ist das Spiel, das wir seit Jahren haben und ich bin froh, dass wir jetzt projektbezogen auch hier haben können helfen am Aargauer Musikfest. Und ein anderer Hinweis vielleicht gerade noch, wir haben durch unsere Abteilung Kultur lanciert, dass wir hier in den Museen Aargau ein Dankeschön an alle Freiwilligen machen im Kanton Aargau, Freiwillige im Kulturbereich, das kann von einer Theaterbühne sein, bis jetzt eben zu einer Musikgesellschaft, dass sie als Dankeschön hier gratis in die Aargauer Museen gehen können, 50 Museen machen mit. Da kann man unter www.eingeladen.ch anschauen. Also das ist auch ein Zeichen an die freiwilligen Leute in diesen Vereinen, die Kultur hochhalten im Kanton Aargau und die reicht wirklich die ganze Palette. Das ist etwas, was ich vorhin ansprechen wollte. Das haben wir uns jetzt gerade zuvor genommen. Wir haben bei uns am Stand auch Flyer von dieser Aktion eingeladen. Wir arbeiten mit der Abteilung für die Museen ein bisschen zusammen. Wir haben das sehr dankend entgegengenommen vom Verband her und haben das auch versucht, jetzt unseren Mitgliederinnen und Mitgliedern zu zeigen. Wir haben Flyer auch hier, die wir in Laufenburg verteilen. Wir haben in unserer Zeitung auch einen Bericht gemacht. Wir haben sogar einen Museumsbesuch gemacht mit einer kleinen Fotosession dazu. Also wir haben das auch aufgenommen. Und wir finden das toll, dass man so auch in Zusammenarbeit kann, gegenseitig etwas erreichen kann. Zu Ihnen vielleicht noch persönlich, sind Sie einfach geschäftlich hier als Landamme, Vertretung von der Regierung oder was führt Sie grundsätzlich hierher? Nein, ich bin selber auch, komme ich aus einer grossen Tradition, auch in unserer Familie in der Blasmusik. Also
Vater und alle Geschwister, die haben Blasmusik gemacht oder sind am Blasmusik machen, heute unter anderem auch im Einsatz. Also ich bin sehr nach bei der Musik selber, aber eher im Gesang unterwegs, Kirchenchor und auch sonst im Chor schon mitgesungen. Aber jetzt, die letzten Jahre und vor allem jetzt in der Regierungsgruppe, aber auch vorher, bin ich natürlich sehr engagiert im politischen Bereich. Früher noch einen Beruf nebenan, jetzt bin ich Vollprofi, halt Politiker seit knapp 10 Jahren, im 10. Jahr bereits. Aber darum bin ich also einerseits da als Kulturdirektor, um auch wirklich da präsent zu sein, aber auch weil ich interessiert bin, kann ich sagen, ich bin als kleiner Bub selbstverständlich auch mit dem Vater zusammen an vielen Musikfesten zuschauen und auch Täfli-Bub gemacht an der Parade und darum freue ich mich auch heute Nachmittag unter anderem auf die Parade. Schön, ich habe ein paar einzelne Fragen, die wir unseren Interviewpartner stellen, dann wir bei den gleichen, darf ich die auch reinstellen, vielleicht gibt es eine kurze Antwort dazu. Wir haben uns noch ein bisschen gefragt, Musik oder Fest? Beides, aber grundsätzlich natürlich Musik, aber aus Musik gibt es ein Fest und darum gehört beides dazu. Denken Sie, also haben Sie schon erlebt oder werden Sie noch irgendein Highlight erleben? Erwarten Sie ein Highlight für Sie persönlich hier am Fest in Laufenburg? Ja, es sind sicher die interkantonalen, die Musikvereine, die auch wirklich sogar international, aber eben auch sehr viele Kantone kommen, um zu sehen, wie der Aargau und Laufenburg wirklich jetzt zum Musikhauptstadt geworden ist, Hochburg geworden ist an diesem Wochenende. Das ist sicher ein Highlight gewesen. Es geht da sehr breit, aber ich persönlich freue mich insbesondere nachher auf den Paradewettkampf auf der Hauptstrasse. Das ist immer ein Highlight für mich. Dann tut sich eigentlich meine nächste Frage schon fast erübrigen. Ich frage, Paradewettbewerb oder Konzertmusik? Ja, da auch beides. Zuerst gehe ich jetzt ans Konzert, aber nachher ein Paradewettbewerb. Okay. Und dürfen wir Sie fragen, ob Sie Fan sind von einem Verein? Sie haben vorhin die Familie erwähnt. Nein, ich tue selbstverständlich das im Sport auch machen. Alle Vereine unterstützen, aber ich finde es halt dort, wo es Vereine gibt und die das Engagement auf sich nehmen und das kantonale Musikfest kommen. Das ist ja ein spezieller Aufwand natürlich, sich vorzubereiten. Also danke an allen, die in den Dörfern aktiv sind, aber noch mehr grossen Dank und auch Achtung von all denen, die sich wirklich im Wettkampf stellen und das Musikfest kommen. Aber einen einzelnen Verein möchte ich da nicht hervorheben. Ich freue mich auf den Aargauer Verein auch in der Schweiz führend sind und da haben wir ja diverse. Ja, und dann komme ich zur letzten Frage. Blasmusik ist für Sie? Gehört zum Leben. Gut. Ich denke, da haben wir ganz einen Haufen Sachen erfahren. Mir bleibt eigentlich im Namen vom Aargauischen Musikverband Ihnen ganz herzlich zu danken für Ihr Engagement. Im Namen vom OK und dem Musikverband natürlich zusammen, dass Sie das Fest besuchen. Bären, Sie sind auch am Galaabend schon gewesen. Man wird Sie hier oder jeder befragen. Und schön, dass Sie da sind, aber auch der ganzen Regierung und dem Swisslosfonds, dass man auf das zurückgreifen und die Unterstützung kann haben und eine gute Zusammenarbeit kann machen. Und das ist sicher für uns. Haben Sie noch ein letztes Statement vielleicht vom heutigen Nachmittag? Ja, ich danke dem Aargauer Musikverband, aber allen Aargauer Musikgesellschaften, Musikvereinen, die derart aktiv sind für unser kulturelles und gesellschaftliches Leben im Kanton Aargau. Und wünsche natürlich jetzt allen viel Erfolg, aber auch viel Kameradschaft an dem Musikfest in Laufenburg, an dem Wochenende und am nächsten Wochenende. Und den Veranstaltern natürlich viel Erfolg und alles Gute vom Wetter, aber auch von dem Unfall her, damit wir es alle können geniessen können. Ich tauche jetzt auch ein in die einzelnen Vorträge und freue mich aber auch auf das Beizli-Fest, weil das gehört beides zusammen. Das soll sein und toi 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 allen und ich freue mich natürlich inskünftig auf grosse Aktivitäten weiterhin vom Aargauer Blas Musikbereich. Danke vielmals, Herr Landame, für die Informationen, die wir haben dürfen von Ihnen erhalten heute Nachmittag. Wir wünschen Ihnen ein schönes Fest. Tauchen Sie wirklich ein, geniessen Sie das und wir sehen uns bei einer anderen Gelegenheit. Vielen Dank. Das war der Herr Landame, Alex Hürzler. Er hat uns Rede und Antwort gestanden an dem heutigen zweiten Tag vom Aargauischen Musikfest in Laufenburg. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.